Hallo Leute, heute geht es wieder mal um einen speziellen Beitrag, und zwar geht es darum, einen Eintakt-Implosionsmotor selber zu bauen. Die Basis für diese Implosionsmotorengeschichte habe ich schon im Vorfeld in vielen Versuchen wahrgenommen, und ein Video davon gibt es in meinem Kanal, das die Basis für diesen Motor, als Basis für diesen Motor dienen soll. Den Link poste ich euch in die Beschreibung von diesem Video. Wer will, kann sich diesen Versuch dann auch anschauen. So, und jetzt eigentlich zu dem Funktionsprinzip, so wie ich mir das vorstelle, dass dieser Motor, ein Implosionsmotor, ein Takt wohlgemerkt, funktionieren könnte. Als Basis ist dieses Kurbelgehäuse von einem Vespa-Motor. Ich habe ihn aufgemacht, damit man das besser sehen kann. Und was man jetzt dafür brauchen würde, ist ein Vakuumkolben, der vakuumtauglich ist. Dann braucht man da den Zylinder, am besten Keramikzylinder, und den Zylinderkopf oben mit einem mechanischen Einlassventil. So, und wie funktioniert das? Oder mit was für einem Gas soll das jetzt betrieben werden? Das Ganze, da es ja um Eintakt-Implosionsmotor geht, soll es mit Knallgas betrieben werden. Ihr wisst ja, die Kenner der Szene, dass Knallgas zwei Funktionen hat. Es explodiert und implodiert, und wir wollen bei diesem Motor die Implosionskraft nutzen. Von daher zeige ich euch jetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das Einlassventil am Zylinderkopf macht auf, das Gas strömt in den Zylinder ein, die Kurbelwelle bewegt sich nach unten. Na, die Kurbelwelle bewegt sich jetzt nach unten, man kann es ja sehen. So, und jetzt strömt das Gas in den Zylinder ein und füllt den ganzen Zylinderraum. In dieser Position, jetzt ungefähr da vor OT, müsste dann das Einlassventil da oben zumachen. Jetzt geht die Kurbelwelle über den OT-Punkt unten, geht weiter. Und in diesem Bereich ungefähr müsste jetzt die Zündung erfolgen. Das heißt, der positive Explosionsdruck setzt ein. Dieser ist jetzt beim Knallgas sehr gering, aber trotzdem sehr gewaltig. Und das würde bedeuten, dass jetzt in diesem Moment der positive Druck entgegen der Drehrichtung wirkt und eigentlich den Kolben zurückbeschleunigt oder ihn zumindest in seiner Drehrichtung behindert. Das kann man jetzt natürlich beheben, indem man, wie bei allen Motoren halt eben auch, ein entsprechend großes Schwungrad einbaut, das auf eine bestimmte Drehzahl dann gebracht wird. Diese Drehzahl muss höher sein, sodass die Rotationsfliegkraft größer ist als die Implosionskraft von der, die Explosionskraft von dem Knallgas. So, und jetzt gehen wir davon aus, das haben wir ja jetzt gemacht, und dann sind die 15 Millisekunden etwa vorbei, und jetzt tritt die Implosionskraft ein. Das heißt, das Gas zieht sich zusammen, es entsteht ein Vakuum und zieht jetzt diesen Kolben in Richtung Zylinderkopf. So sollte das in etwa sein. So, und der Unterschied jetzt zwischen der Explosion und Implosionskraft ist eben der, die Explosionskraft, die ist sehr kurz und dauert etwa 15 Millisekunden, und die Implosionskraft, die geht dann, wenn man das so sieht, vom Zeitpunkt, wo sie eintritt, das wäre ungefähr bei der optimalsten Kurbelwellenstellung von 90 Grad, bis zu dem oberen Totpunkt hin. Das heißt, einen viel längeren aktiven Weg, wo die Implosionskraft ziehen kann. So, und jetzt wäre das auch schon vorbei. Das heißt, wenn die Kurbelwelle über den Totpunkt wieder drüber geht, macht das Ventil auf, es strömt wieder das Gas ein und der ganze Zyklus wiederholt sich. Nun, ihr wisst ja, Theorie ist eins, Praxis ist was anderes. Was meint ihr, kann ein solcher Motor überhaupt funktionieren? Macht es Sinn, diese Idee weiter zu verfolgen? Ich hoffe, oder ihr werdet mir da ein paar gute Tipps geben, und freue mich schon auf eure Kommentare.
Wenn dir meine Videos gefallen, abonniere doch einfach meinen Kanal. Klicke einfach auf mein Bild rechts. Ach ja, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke, bis zum nächsten Video.